Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Zunächst einmal möchte ich mich bei allen Abonnenten bedanken und bei allen, die mir einen Daumen nach oben gegeben haben. Ja, es gibt wieder einen neuen Vortrag aus meinem Fundus und ich bin gespannt, wie Ihnen die Hörprobe gefällt, die ich jetzt online gestellt habe. Und sollten Sie Gefallen daran finden, dann können Sie den ganzen Vortrag in meinem Shop auf www.angelikalex.de bestellen. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und freue mich auf Ihr Abo oder Ihren Daumen hoch. Bei Gelsemien wird alles schlechter, wenn Föhnwetter ist, das sagte ich ja schon, oder bei Abwärtsbewegung. Also das kenne ich zum Beispiel, wenn der Flieger anfängt zu landen, dieses Fahrstuhlgefühl oder Fahrstuhlfahren. Ich finde das so grauenvoll ekelhaft. Ja? Also, wenn ich oben bin, geht's, ja. Aber die Landung finde ich überhaupt das Allerschlimmste. Gut, aber da habe ich ja auch böse Erlebnisse. Und der Start ist auch nicht schön, aber der ist nicht so schlimm wie die Landung, wie ich finde. Ja. So, dann Frühling ist alles schlechter, im Sommer ist alles schlechter. Natürlich nach schlechten Nachrichten ist einem sowieso schlechter. Und bei der Entbindung. Also Gelsemium ist ein Mittel, was die Wehen fördert. Also wenn die Wehen anfangen zu stocken, dann kannst du Gelsemium geben und dann geht es wieder weiter. Wenn das doch mal öfter in Entbindungskliniken dann auch mal bekannt wäre, dann wäre viel weniger Leid in der Welt. Ja? Besser macht bei Gelsemium der Trost. Weinen, zur Ruhe kommen oder im Auto oder im Zug fahren. Also ich ziehe ja den Zug vor, nachdem ich das nur wieder gesehen habe, vorgestern da, das Drama, bleibe ich zu Hause. Gelsemium hat Verlangen nach Halt, nach Licht, nach Stille und nach Aufmunterung. Also es ist wirklich so ein kleines Häschen, was da so aufgemuntert werden muss. Kinder haben auch oft so einen Zustand. Ich finde es ein sehr schönes Mittel. Also was sie nicht mögen, ist Gesellschaft in dem Zustand, geistige Arbeit und auch nicht so viel sprechen. Das muss man betuddeln, das Häschen. So, ich melde mich nochmal bei Ihnen, um zu hören, ob Ihnen meine Hörprobe zu den jeweiligen Vorträgen oder auch Unterrichtsmaterialien gefallen haben. Wenn dem so sein sollte, vergessen Sie nicht einen Daumen hoch und ein Abo, sofern noch nicht geschehen. Und für weitere Informationen stehe ich Ihnen natürlich selbstverständlich gerne zur Verfügung. Sie können mir gerne eine E-Mail schreiben oder mich auch anrufen, dann kann ich Ihnen weitere Informationen dazu geben. Ja, vielen Dank für Ihr Interesse, für Ihre Aufmerksamkeit und bis bald, Ihre Angelika Lex.